Neopolis, leuchtender Stern des Nordatlantiks. Epizentrum der Demokratie und des aquakapitalistischen Wahnsinns. Supernova aquarianischen Lifestyles. Explosion reiner Freude und Gier. Sodom der Biskay. Sie schlucken Nanoroboter, die ihr marodes Knochengewebe reparieren sollen. Schlucken schlafblockierende Fröhlichmacher, feiern Tauchpartys in den neumodischen Delfin-Bazaars. Im größten Kaufhaus Aquas sind gerade Clans-Union-Wochen. Wir dürfen Dinge bewundern wie den energiefressenden Feenantrieb, Hochdruck-Champagnerflaschen, den Herd, der bis zu 70 Bar Hefekuchen backen kann, Schmuckideen zu Aqua Xmas aus Leuchtplankton und ein Perpetuum mobile. Im Museum der Moderne stellen sie alte Leinwandfetzen aus, auf denen das Lächeln der Mona Lisa und die Hand Gottes zu sehen sein sollen. Die jungen Hüpfer allerdings kämpfen den aussichtslosen Kampf gegen die Langeweile, sind dazu bereit, für ein bisschen Spaß zu sterben. Terror ist ihr Hobby. Sie lieben es, Dinge zu zerstören, dabei selbst aufzugehen. Sie klauen biederen Halsabschneidern wie mir das Boot, schneiden fieberoptische Leitungen durch, entführen Delfine oder setzen sich den ungeheuren Vibrationen der Extreme Low Frequency Sendeanlagen aus, die angeblich das Gehirn evolutionieren. Die neue Interimsregierung ist eine Hightech-Bande, ohne soziales und humanes Gewissen. Sie drängt in die Machtsessel der Föderation, ökonomisch fixiert, ökologisch gleichgültig, darauf aus, eine neue Rassenpolitik durchzusetzen, in deren Zentrum ein seiner Umwelt angepasstes Wesen steht. Mit manipulierten und manipulierbaren Genen. Schlimmer als die Ergebnisse aller Eugenik-Experimente des Shogunats. Einer der alten Garde, Admiral Cox, mein guter Freund und Mentor aus der Zeit der Biontenkriege, kommt mit diesen demokratischen Entwicklungen nicht klar. Deshalb putschte er und plant wohl, das Parlament sowie einen Datensender im Handstreich zu nehmen. Ich verstand Aqua nicht mehr. War Cox ein machtgieriger Putschist geworden? Alles schien dafür zu sprechen. Nur Sobinoso Chaka teilte diese Ansicht nicht. Sie warnte mich, aber was weiß ich schon. Immerhin bin ich Offizier einer internationalen Spezialeinheit und sollte die Augen offen halten. Insbesondere nach durchgeknallten Militärs. Dr. Razor, was versucht Boston, ihn wieder anzudrehen? Verdammt, Flint! Der Professor hier braucht Schutz! Ich kann sein Leibwächter werden! Ich bitte Sie. Wir sind hier in der Zivilisation. In Neopolis. Warten Sie, Professor, wenn Ihnen die Zivilisation am Arsch hängt. Wir stehen kurz vor einem Bürgerkrieg. Was machen Sie überhaupt hier, Professor? Sind Ihnen in der Machina die Reagenzgläser ausgegangen? Nein, Flint. Ich bin hier, weil ich an der hiesigen Delfinpopulation Untersuchungen anstellen soll. Wissen Sie, Delfine haben mit dem Menschen 14 von 23 Chromosomensätze gemein. Es sind Verwandte des Homo aquaticus. Ein Teil unserer Vorfahren. Unser Blut hat den Salzgehalt des Meeres. Wir scheiden mit der Tränenflüssigkeit Salz aus, damit es sich nicht im Körper anreichert. Unsere Nase zeigt nach unten, nicht nach vorne. Exosapiente Evolution. Flint. Auch in Ihrem Genom finden sich Delfingene. Mann, Professor, haben Sie Drogen genommen? Ach was. Flint, was macht das Höhenruder? Hält die alte Kiste immer noch im Auftrieb. Was machst du hier, Brooklyn? Ich wurde auf Admiral Cox Kommunikationseinheiten angesetzt. Aber ich dachte mir, scheiß drauf. Hab die Credits eingestrichen und den alten Zausel in Ruhe gelassen. Er ist mir sympathischer als die neue Linie. Gut, ich befürchte nur, dass er einen Fehler macht. Ich versuche, ihn vor sich selbst zu retten. Hey, ich hätte einen Job für dich. Ich kann ihn leider nicht annehmen, weil ich hier die Kurve kratzen muss. Immerhin habe ich die Atlantische Föderation beschissen. Wenn du den Job willst, melde dich auf dem Concordia-Platz, bei Braumeister. Hey Mann, was habt ihr hier eigentlich alles so rumstehen? Da wirst du Augen machen, Söhnchen. Leuchtquallen, elektrostatische Fische. Sie ernähren sich von Energiefeldern in Erdbebengebieten. Zwei ausgestopfte Vögel, einen Zahn vom T-Rex, Zähne des Megalodons, ein winziger Zoo mit lebenden Landsäugetieren. Oh Mann. Hey, das ist noch lange nicht alles. Wir haben auch alte Technik und Kunst.
Das Lächeln der Mona Lisa, die Hand Gottes von Michelangelo, einen angeblichen Stein der Weisen aus dem alten Spanien, Waffensammlungen, die Spitze des Eiffelturms, eine Kultur Pockenviren, den nächsten Supraleiter, die Gehirne Einsteins und Stephen Hawkings. Hör auf! Ich glaube, ich besuche doch lieber die nächste Kneipe. Das scheint mir ungefährlicher. Besuchen Sie uns bald wieder! Nicht, Sir. Haben Sie reserviert? Nein. Kann ich hier nicht einfach etwas abhängen? Was essen? Tja, nun, die instabile Lage in der Stadt hat zu etlichen Platzjournierungen beigetragen. Ich denke, wir finden ein Plätzchen für Sie, Sir. Na bitte. Was gibt's zu essen? Wir haben ein ausgezeichnetes Quallensorbet, das luziferinleuchtend an einem dunklen Tisch serviert wird. Ein Cocktail aus Schlotgarnelen in Riftjamus, Babybadwürmern, Eiweißgranulat mit pochierten Drachenkopfaugen, Tintenfischbraten in der eigenen Tinte mit einem Soufflé aus gezuckerten Asselspinnenaugen oder ein halbgefrorenes aus Tiefseeschwämmen mit Seegurkenmark. Wie wär's mit einem Teller Muscheln? Muscheln? Ich bitte Sie. Unsere Spezialität ist lebender Baby-Oktopus, umgeben mit den frischen Eiern seiner Geschwister in Aminoschaumsoße. Tun Sie mir einen Gefallen und hören Sie sich mal ein wenig um. Die Interimsregierung unter High Commander De Ponto ist besorgt. Die Stabilität der Föderation ist gefährdet. Admiral Cox will das Parlament im Handstreich nehmen. Ich dachte, dass die politischen Winkelzüge der neuen Linie die Lage erst wirklich instabil machten. Aber gut, wenn ich keine Argumente für Cox finden kann, werde ich auf ihrer Seite stehen, um Schlimmeres zu verhindern. Honky Tonk, die schicken die Götter der Tiefsee! Ich bin so besoffen, dass ich den Weg zum Scheißhaus nicht mehr finde. Mann! Das soll der Job sein, den du zu vergeben hast, du lausiger kleiner Suffkopf? Dammig, Honky Tonk, nee! Du sollst... Wir brauchen Unmengen Synthohol und Cafetanil und Leitwater und Dopo-Cola in die Draft 1. Da kannst du Credits ohne Ende machen. Hab schon ein paar Frachter voll Zeugs bestellt. Aber da gibt's Probleme. Wieso nehmen die nicht einfach dich mit? Du kannst die Leute durch pures Anhauchen besoffen machen. Hör mal, ich komme gerade aus der Tornadozone und hab gehört, dass es hier in Neopolis rund geht. Kannst du so sagen? Dieser Militärbock Cox hat einen Sender besetzt. Er hat eine schlagkräftige Armee. Meine Familie hat Angst. Wir sind erst vor 7 Monaten vom Kanarentief hierher gekommen. Verdammte Kriegstreiber. Flint, wir haben draußen Delfine gesehen. Das war wunderbar. Unglaublich schöne Wesen. Was hat diese Welt nur mit Delfinen? Es sind Raubtiere, mehr nicht. Basta. Ja, aber sie sind intelligent und haben ein extrem soziales Wesen. Ich kann auch sozial sein. Nach der Arbeit hänge ich in der Kneipe rum und quatsche Frauen an. Nur weil sie keine Hände haben, mit denen sie bauen oder Waffen bedienen können, heißt das nicht, dass sie dumm wären. Ach was. Wer züchtet sie denn nach? Der Mensch. Also sind sie Produkte unseres Wissens. Amüsante Freizeitattraktion. Sie sind kostbar. Ein Exemplar kostet Millionen von Credits. Es gibt so viele reiche Säcke, die einen Delfin haben wollen. Aber die private Haltung ist zum Glück nicht gestattet. Sie sind so wundervoll. Ich denke, Sie können Gedanken lesen. Chang, was tust du denn hier? Ich inspiziere unsere Anlagen hier in Neopolis. Muss sein. Nichts ist schlimmer als sich einschleichende Routine. Hab gehört, dass Entrox an dem Raub von, sagen wir, einem kostbaren Edelgas beteiligt war. Gerüchte. Und manchmal ist es für die Menschheit besser, den Instanzenweg abzukürzen. Verstehe. Wie schätzt du die Lage hier in Neopolis ein? Ich halte große Stücke auf Admiral Cox. Aber jetzt hat er einen Sender des Federal Network besetzt. Sein Notprogramm versucht, die Politik der neuen Linie zu diskreditieren. Ich finde, das ist keine schwere Aufgabe. Ich muss versuchen, Cox vor sich selbst zu retten. Wie kann ich ihn oder seine Leute aus dem Sender rausholen, ohne dass es Tote und Verletzte gibt? Du musst mit Marina Selvig reden. Sie ist Ingenieurin bei Entrox und hat viel Ahnung von Kommunikationstechnologie. Und beeil dich besser, wenn du den Kopf von Cox retten willst. Die Situation spitzt sich zu. Selvig ist momentan im Datenzentrum. Sie sind Marina Selvig? Sergei Chang meint, Sie wüssten, wie man eine besetzte Funkstation befreit. Wieso sollte ich? Ich bin Ingenieurin, kein Soldat. Ich kann Ihnen einige Tipps geben.
Aber, um ehrlich zu sein, mir gefällt, was dieser Cox über die neue Linie zu sagen hat. Jemand muss die Bevölkerung warnen. Sie schleichen sich ein, wollen die Gehirne der Leute kontrollieren. Fahren auf dieses künstliche Evolutionsdingsbums ab. Kürzen Löhne, stocken den Veritas auf. Gefährliche Business-Technokraten. Mag ja sein, aber ich will verhindern, dass sie Cox samt Station hochgehen lassen. Ich will nur das Leben des Admirals retten. Die vielleicht einfachste Methode, Cox zu beruhigen, dürfte sein, ihn stumm zu machen. Vernichtet einfach sämtliche Sendeanlagen, Antennen und Kabelknoten. Dann nutzt ihnen die Besetzung des Datensenders nichts mehr. Was ist? Was willst du? Kannst du mir was über Admiral Cox sagen? Ich kenne mich da langsam nicht mehr aus. Kein Wunder. Die neue Linie hat dafür gesorgt, dass die alte Regierung ihren Job nicht mehr tun kann. Jetzt haben wir es hier mit lauter Kommissköpfen von der Armee zu tun. Der Ponto ist ein Offizier und der andere Cox putscht. Das brauchen wir noch. Wir sollten was für unsere Wirtschaft tun, für die Erziehung der Kinder, für bessere medizinische Versorgung. Stattdessen beschießt dieser Dreckskerl das Parlament und tötet Unschuldige. Das hört sich wirklich schlecht an. Oh, ich muss weg. Captain Krüger erwartet mich im Kaufhaus Biscaya. Punsch. Werner von Punsch. Na, was hat ein altes Piratenhirn wie du in Pep City verloren? Na, was glaubst du, du kleine Giftmakrele? Nachdem du die Festung Gibraltar gesprengt hast, haben hunderte braver Halsabschneider ihre Heimat verloren. Ich hab da eine Kneipe auf Deep Draft 2, Mr. Punch. Und wir haben Schiss, dass dieser Cox durchdreht und hier alles vor die Hunde geht. Übrigens, dein Kumpel Braumeister hat auch eine Kneipe. Auf Deep Draft 1, Swamp. Ich habe auch schwere Bedenken. Wir sitzen auf einem Vulkan. Jemand muss Cox aufhalten, sonst ist alles dahin. Andererseits mehren sich die Stimmen, dass die neue Linie ziemlich diktatorisches Gedankengut verbreitet. Diese Partei ist mir nicht geheuer. Sie wollen die freie Wirtschaft abschaffen, sind für Rassenexperimente, richtige Technokraten. Aber wenigstens haben die nicht mit der Gewalt angefangen. Krüger, gehen die Geschäfte wirklich so schlecht? Im Moment darf nur nach Neopolis importiert werden. Ich denke, die wollen hamstern, dass wenigstens was zu fressen da ist, wenn das Chaos ausbricht. Übrigens, Commander Farelli erwartet dich. Hab ihn eben getroffen, war auf dem Weg zum Föderationssaal. Okay, ich geh da mal hin. Verdammt! Ich wusste nicht, dass Cox sowas tun könnte. Hey, Flint! Jag dem alten Armeezausel von mir und dem Braumeister einen fetten Torpedo rein! Mann, scheiße! Ich liebe Pep City Neo Dopeolis! Hier gibt's einfach alles! Lass uns schnell ein paar Credits ramschen und dann eine Bar nach der anderen leersaufen. Komm schon! Hey, ich hab da ein Problem. Ich weiß, dass Admiral Cox bald das Parlament angreifen will. Und ich muss ihn daran hindern, sonst bringen sie ihn um. Ich weiß nicht, ob ich Sewell trauen kann. Scheiß auf Cox! Scheiß auf Sewell! Ich will jetzt Action! Wenn du nicht mitziehst, dann hör dich doch um, verdammt nochmal! Vielleicht kannst du Cox ja am schlimmsten hindern. Ist doch eine nette Hausaufgabe für einen Streber wie dich. Das Parlament retten. Übrigens arbeitet ein Kumpel von mir im Datenzentrum von Neopolis. Der gehört zur Sicherheitstruppe des Parlaments. Guckst du, was? Sein Name ist Carlos Bergmann. Macht gerade Urlaub in Deep Draft 2. Flint, gut, dass du nochmal hergekommen bist. Was hältst du von meiner Unterstützung? Wieso? Was hast du dadurch für Vorteile? Naja, ich will, dass Cox im Spiel bleibt. Er ist ein Kämpfer gegen die neue Linie. Die haben vor, den Entrox-Konzern wieder zu privatisieren. Rate mal, wer die Anteilsmehrheit bei einem solchen Coup hätte. Genau, die neue Linie. Außerdem bin ich 5 Jahre unter Cox gefahren. Ich schulde ihm was. Dann sehen wir zu, dass wir ihn da raushauen und vor sich selbst retten. Und jetzt stehen wir hier wie Maria und Josef vor der Herberge. Honky Tonk, ich kenne meinen Kopf.
Kumpel Flint. Weiß der pazifische Seeteufel, wer du bist? Stell dich fort! Hier spricht Nick Flaherty. Braumeister ist total betrunken. Tut mir wirklich leid, Flint. Kannst du mal den Schrottplatz checken? Da treiben sich ein paar Zoner um. Wir sollten jetzt den Navigationspunkt 1 aufsuchen. Deponierung. Hey Flint, anscheinend kramen die nur etwas in der Schrottdeponierung. Du weißt ja, aus dem, was man in Neopolis fortschmeißt, bauen die in der Zone ganze Habitate. Flint, das ist eine Falle. Du musst dringend die Helinox-Container schützen. Da sind Scouts und ein Bomber aufgetaucht. Du wirst auch anständig bezahlt. Ich schwör's dir. Wären mir andere Umstände lieber. Mir auch, Flint. Aber wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen, dass Cox einen Putsch begonnen hat. Commodore Sewell hat den militärischen Auftrag, dies zu verhindern. Cox ist ein guter Freund von Flint. Ein sehr guter. Er ist so eine Art Vater für mich. Ich habe dem Einsatz zugestimmt unter der Bedingung, dass Cox dabei weder getötet noch verletzt wird. Wie stehen Sie zu der neuen Linie und Sewell, Commander Farelli? Ich bin in erster Linie Soldat. Aber ansonsten... Ich glaube, wir haben es da mit einem Haufen kleiner Techno-Diktatoren zu tun. Aber sie stehen auf der Seite des Gesetzes. Im Gegensatz zu Admiral Cox. Flint, du hast einen Auftrag. Der Datensender von Neopolis.
Cox Leute haben ihn eingenommen und senden jetzt auf einer Rescue-Frequenz. Das bedeutet, erhebliche Bandbreiten des Notfallnetzes sind blockiert. Jagt die Putschisten da raus! Noch eins. Das sind unsere Leute da drin. Wir haben Truppen angefordert, aber Cox Männer werden die Transporte stören. Ich will da draußen keine Toten. Verstanden? Nur kaputte Schiffe. Basta! Melde dich nach deinem Auftrag auf Deep Draft 2. Aye, Sir. Putschisten rausjagen, Bandbreiten freischaufeln. Schon passiert. Lagrange, bist du bereit? Aye. Wie ein scharf gemachter Torpedo.